gestriegelt und gebügelt begrüße ich Sie im neuen Jahr 2011. Damit herzlich willkommen zur ersten Sendung von Sport in Schwerin im neuen Jahr. Und wir haben gleich einen Kracher für euch. Für viele ist es sicherlich das Spiel des Jahres, zumindest auf Seite von Grün-Weiß Schwerin, denn es steht an der DHB-Pokal gegen den BVB 09 aus Dortmund. Gut, jetzt vor dem Spiel wollen wir noch ein paar Impressionen einholen und dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner geholt, so traditionell schon. Vivian Bartloff für Grün-Weiß Schwerin und den Trainer von Borussia Dortmund. Ich wende mich erstmal an die Gäste. Lange Anreise gehabt, gut angekommen? Ja, es war eine gute Fahrt. Wir waren ja froh, dass es diese Woche angefangen hat zu tauen, dass wir nicht hier eine Rutschpartie gemacht haben. Von daher war alles okay. Ja, nur das erste Spiel im neuen Jahr. Wie seid ihr über die Feiertage gekommen? Ja, wir haben ruhig gehen lassen. Wir hatten also viele Verletzte. Von da haben wir also erstmal die Verletzungen versucht auszukurieren, haben also nur Einzeltraining gemacht und haben dann in dieser Woche wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. Dann wende ich mich auch an Grün-Weiß Schwerin. Wie habt ihr die Feiertage, wie hast du die Feiertage überstanden? Ja, ich speziell habe über die Feiertage trainiert, damit ich die Woche nicht verliere wieder. Und die Mädels haben jetzt am dritten Tag nach Neujahr auch angefangen, waren dann 2-3 Tage bei unserem Athletikcoach noch und die letzten Tage dann in der Halle. Ja, das klingt nach viel Arbeit. So, jetzt haben wir uns viel gefreut. Borussia Dortmund kommt. Stellen wir fest, irgendwie sehen sie nicht ganz aus wie der Herr Klopp. Es ist trotzdem nicht schlecht, die Bilanz der Borussen ist nicht schlecht, die kann sich sehen lassen. Aber wie ist das, im Schatten der Fußballer zu stehen? Ja, man kann es eigentlich so zusammenfassen, man kann nicht ohne die Fußballer und man kann auch nicht mit den Fußballern. Also es ist also nicht so, dass wir, früher habe ich mal gesagt, wir waren die kleinen Schwestern, heute sind wir wahrscheinlich Großcousinen. Ja, und man hat es ja auch gemerkt, jetzt das Spiel gegen Weibern abgesagt, quasi aus Zuschauergründen. Ist das soweit richtig? Ja, das Problem ist, dass wir das gleiche Aufbauteam haben und das, was in der Halle eben halt auch Security macht, was bei den Profis ist. Und dann spielte Werder Bremen in Dortmund zum gleichen Zeit. Das war natürlich sehr unglücklich, aber wenn wir den Plan natürlich kriegen, wissen wir nicht, wie sieht es im Fußball aus. Und dann haben wir das also aus beiden Gründen eben, dass wir hätten die Halle nicht in Sicherheit bringen können und eben auch eben sehr, sehr viele Zuschauer, die immer in Dortmund sowohl als auch so zum Fußball als auch zu den Handballdamen kommen. Ja, für euch heute das Spiel des Jahres vom Prinzip her, gleich am Anfang des Jahres gesetzt. Wie nervös seid ihr? Wie ist die Mannschaft drauf jetzt? Also die Mädels sind schon sehr nervös, mich eingeschlossen, obwohl ich ja gar nicht spiele. Aber wir waren eben noch Kaffee trinken, um ein bisschen runterzukommen. Und ich hoffe, dass die Mädels die Nervosität noch ein bisschen in den Griff kriegen und dass wir doch noch gut ins Spiel starten können. Ja, der Trainer sprach schon an die Verletzung. Wir kommen gleich nochmal darauf. Du selber auch verletzt. Wie ist dein Gesundheitsstand? Mein Gesundheitsstand ist ganz gut. Also ich habe jetzt auch die ersten Laufversuche wieder gemacht. Bin da jetzt schon 4 Monate dabei. Und jetzt geht alles so langsam bergauf. Und ich hoffe, dass ich bald wieder starten kann. Ja, wollen wir da auch kurz drauf aufgehen? Sie haben gesagt, Verletzungen auskuriert. Wie fit ist die Mannschaft jetzt? Ja, wir haben also einen Großteil wieder dabei. Heute fehlt also Julia Kunze, die links außen. Die sitzt jetzt, glaube ich, im Flieger. Die hat ihre Hochzeitsreise gemacht. Das ging also nicht anders. Die wird also, glaube ich, morgen früh oder in der Nacht wieder zurück sein. Dagmara Kowalska war überraschend, die Verletzung war bekannt, aber dass sie der Fuß dann eingegipst werden musste, das hat uns alle sehr überrascht. Und Natascha Koschewska mussten wir auch zu Hause lassen, die hat also eine Reizung im Schultergelenk, die kann also nicht werfen. Und da haben wir gedacht, das hat also keinen Sinn. Wir haben also da 3 Spielerinnen aus unserer zweiten Mannschaft mit dazu genommen, um das eben aufzufüllen. Ja, wie ist das? Sie sind jetzt Bundesliga-Absteiger. So, und jetzt ist es in der Liga aus unserer Sicht jetzt nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat in Dortmund. Ist das soweit richtig? Nein, wenn man also die Interna kennt, dann ist es eigentlich sogar noch ganz gut gelaufen. Wir sind eigentlich bis auf einen Punkt, also diese Niederlage in Allensbach, die war eigentlich völlig außer Plan. Aber sonst ist es also gut gelaufen. Wir mussten also aus finanziellen Gründen in den letzten 3 Jahren um 70% den Etat kürzen. Und wenn man Und allein im letzten Jahr nochmal um 30, also wenn man dann die Zahlen nimmt, haben wir also jetzt eigentlich nur noch ein Regionalliga-Etat. Ja, damit sieht es doch noch ganz gut aus. Man steht auf Platz 5 in der zweiten Liga. Wo geht denn der Plan jetzt hin mit der Borussia?
Ist der Klassenerhalt jetzt erstmal das Ziel, in der eingleisigen zweiten Liga zu spielen, oder ist das zu hoch gegriffen für den Etat? Ja, wir wollen also möglichst Siebter werden, dass wir also ohne Relegation in die eingleisige zweite Liga gehen. Wenn das mit Kowalska nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt, um auf Platz 4 zu spielen. Das müssen wir jetzt sehen, wie die Mannschaft das kompensiert. Sie ist nun mal die Seele unserer Mannschaft, das ist klar. Eine Einzelne kann sie nicht ersetzen, aber wenn alle sich am Riemen reißen und 10% mehr geben, ist es vielleicht möglich. Und dann werden wir alles versuchen, um eben noch um den vierten Platz der Playoff zu spielen. Das wäre das Fernziel, aber Nahziel ist ganz klar eingleisige zweite Liga. Ja, für euch ist das auch ein eigentlich klares Ziel. Zeichen stehen Richtung Dreikampf. Oben gegen Frankfurt, gegen Friedenau und Grünwald-Schwerin. Ihr habt jetzt schon ein paar Federn gelassen. Ihr habt in Frankfurt verloren, unentschieden in Berlin. Ja. Wie realistisch sind die Ziele noch Richtung Aufstieg, dritte Liga? Ja, die Ziele sind noch sehr realistisch. Wir haben, also heute spielt Frankfurt gegen Friedenau. Da wird sich dann heute auch entscheiden, wer Dritter ist und dann Erster und Zweiter. Und dann kommt ja am 23.01. halt Frankfurt hierher. Und das ist, denke ich mal, das richtungsweisende Spiel, das wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Und ich denke, wenn wir das alles packen, dann sieht das ganz gut aus mit der dritten Liga. Ja, dann wünschen wir dafür viel Glück. Ich möchte noch kurz eingehen auf das nächste Spiel, was ihr habt gegen TuS Weibern. Ist das ein Spiel für euch? Wenn ihr verliert, ist es eben dieser angesprochene Platz 7. Würde für euch zwar auch noch reichen, aber Ziel Sieg steht auf jeden Fall. Ja, wir wollen natürlich zu Hause nicht verlieren. Wer will das schon? Und von daher ist natürlich, werden wir alles daran setzen, dass wir gewinnen. Das hängt davon ab, wie das Spiel heute ausgeht, keine Verletzungen und dass wir dann eben gut nach Hause kommen, damit wir also noch ein bisschen Regeneration haben, weil morgen Nachmittag um 16 Uhr ist dann wieder Anpfiff gegen Weibern. Und alles klar, dann wünschen wir dafür viel Glück, für das Spiel heute viel Glück für beide Mannschaften und dann schauen wir uns das Spiel mal an. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you.
Einzug von Grün-Weiß Sprien. Schauen wir mal, was die Mädels heute leisten können. Hier geht weiter erstmal der erste Konter für die Borussen an den Pfosten. Das geht hier ja gleich munter los. Hanna Wietz mit dem Postentreffer für die Borussia. Und Schwerin jetzt mit dem ruhigen Aufbau und wir sehen Dortmund mit einer 5-1-Deckung. Wollen sie hier die Schweriner knacken. Und die Abwehr von Dortmund sehr wach. Da wieder einer dazwischen. Und der erneute Konter. Und das 1-0 für Borussia Dortmund durch Mirja Schlierkamp. Und da muss Berin hier schnellstmöglich Mittel finden, wenn sie hier das Spiel nicht frühzeitig abgeben wollen. Weil genau durch diese leichten Bälle, durch diese Konter gewinnt man ein Spiel. Ja, natürlich, aber wir haben auch in den letzten Wochen gesehen, dass Schwerin in dem Falle leichte Probleme hat. Die technischen Fehler sich teilweise häufen. So wie auch hier. Eine Unachtsamkeit vorne. Stella wird natürlich von einer Mannschaft wie Dortmund eiskalt ausgenutzt. 3-0. Schaff ich gar nicht. Also, nochmal die Absprache.